Heute ist Weihnachten, 24.12., das letzte Türchen von unserem Adventkalender und wir feiern den Geburtstag von unserem Herrn Jesus Christus. Wie man an meinem Pullover erkennen kann, Go Jesus, it's your birthday. Wir feiern die Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Und ich möchte euch zwei Schriftstellen vorlesen. Die erste aus Matthäus 1,20. Und da sagt der Engel folgendes: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von den Sünden erlösen. Halleluja. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Und das ist es, was wir heute feiern. Gott ist auf diese Erde gekommen. Halleluja. Jesus, sein Sohn, ist mit uns. Und er hat gesagt, er wird uns niemals verlassen. Und das ist es, was wir zu Weihnachten feiern. Wir feiern, dass der Retter dieser Welt, mein persönlicher Retter, dein persönlicher Retter, auf diese Erde gekommen ist. Halleluja. Im Johannes 1,14 steht: Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ma, danke Herr für deine Herrlichkeit. Danke Herr, dass deine Herrlichkeit für uns alle erlebbar ist. Danke Jesus. Danke Jesus, dass du die Herrlichkeit Gottes gezeigt hast, wie du auf der Erde warst und noch immer zeigst. Habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alle miteinander.